Willkommen aus Taiwan, wo das Brandneue Acer Liquid X1 haben, was zwar nicht in Europa erscheinen wird, aber trotzdem ein sehr schickes 5,5 Zoll Gerät ist, denn wir haben ein schickes, slimmes Design. Wir können die Rückseite auch abmachen, wie ihr sehen könnt, und zwar dann eine SIM-Karte oder Micro-SD reinschieben. Haben einen 2700 mAh Akku drin, also sehr schön groß, der auch sogar wechselbar ist. Ansonsten, wie man auch hier schon erkennen kann, eine Blitz, eine Kamera und auch ein Knopf, mit dem wir auch schnell das Gerät und ausmachen können, obwohl wir hier natürlich noch ein paar Knöpfe außenrum haben, wie wir hier zum Beispiel seitlich sehen können. Da ist der An- und Ausschalter, Lautstärkeregler und natürlich Micro-USB zum Laden, was hier gerade zwar der Fall ist, aber müssen wir gar nicht, denn wir haben ja gerade über 60%. Oben natürlich noch ein Kopfhöreranschluss, hinten nochmal das Ganze schön mit der gummierten Oberfläche, gibt es in zwei Farben. Natürlich das neueste Android installiert, also 4.42 und einen MediaTek-Prozessor, soweit ich weiß, also auch hier bald mit wirklich schneller Software und Hardware drin für einen guten Preis. Allerdings, wie gesagt, leider nicht in Europa. Schauen wir uns kurz die Kamera an, die natürlich auch vorne so wie hinten vorhanden ist. Hinten, schön schnell. Fokus hat vorhin ein bisschen gedauert. Aber wenn wir das Ganze gleich umdrehen, sehen wir hier auch gleich, wir haben wirklich viele Funktionen mittlerweile. Acer hat hier auf jeden Fall aufgestockt, was das angeht. Und zwar so viele Funktionen, dass ich hier oben übersehen habe, dass wir eigentlich da die Kamera einfach umdrehen können. Und hier seht ihr dann mich, wie ich hier mit meiner GH4 das Video drehe. Aber auch sehr angenehm schnell, wobei das auch sehr kriselig ist von der Qualität her. Genau, dann machen wir noch kurz den Browser auf. Das dauert noch kurz anscheinend, weil hier noch was geladen wird. Jetzt hat hier eine Swipe-Tastatur oder auch einzeln können wir die Tasten gut drücken. Das kannst du auch drehen schnell. Und ja, das war es auch schon mit unserem ersten Hands-on des brandneuen Acer Liquid X1. Wenn ihr uns zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, hier in den Zellen zu ringen.